Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Rise of Nations Video von mir. Heute ein ganz spezielles Video, denn heute tue ich ein Abonnentenzocken machen auf meinen Rise of Nations Discord Server. Genau, das heißt, wir zocken einfach Rise of Nations, da sind ein paar Abonnenten von mir dabei, manche mit Stimme, manche ohne. Genau, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, dann joint auf jeden Fall auf den Discord Server, Link dazu ist in der Beschreibung. Weil vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen, hin und wieder liegt daran, wie es heute läuft. Also es ist jetzt einfach nur ganz normales Spielen, ich tue jetzt keine Challenge hier groß machen oder sowas oder sonst irgendwas, sondern wir zocken einfach nur Rise of Nations und verteamen uns halt volle Kanne. Genau, ihr könnt ja mal sagen, welches Land ihr nimmt, ich bin da recht flexibel, mir ist das relativ egal. Okay, warte, dann machen wir das so, dann nehme ich glaube ich Großbritannien einfach, weil dann bin ich auch in Europa. China positioniert schon seine scheiß Dinger an die Grenze. Ja, das ist halt so eine China-Taktik, ne, einfach Infanterie-Spam. Ja, mach ich jetzt auch, Alter. Die haben nur an der Grenze halt nur... Nee, mach Panzer. Du hast das Geile ist, du hast mit Russland direkt alle Ressourcen, die du brauchst. Aber es bringt dir nichts, wenn du die Armee hast und dann dein Geld weg ist, weil dann hast du eh verloren. Deswegen verkleinere jetzt deine Armee, weil wenn er dich angreift, bist du ja eh nicht auf dich alleine gestellt. Wir sind ja auch da. Warum ist jetzt Frankreich mit mir im Krieg? Ah, Frankreich hat Deutschland angegriffen. GG. Frankreich fährt zu dir. Ist aber nicht gut. Warte, ich mach Schlachtschiffe. Ich kaufe mindestens 3 Wolfram von denen. Weiß ich nicht. Also Public ist definitiv. Ihr merkt schon, Public ist viel schwerer als China hat angegriffen. Perfekt. Oh, der kleine Bar. Och, ich hasse Navy Battle so sehr. So, jetzt fliegt Flugzeug nach Frankreich. Kannst du machen, ja. Also ich werde jetzt Frankreich auf jeden Fall volle Kanne angreifen. Das kannst du dir aber. Wir gehen jetzt mit einem 3-Fronten-Krieg rein. Och, Frankreich hat den Krieg mit Deutschland beendet. Perfekt, okay. Können wir doch nichts machen. Perfekt, sehr schön. Mir super, richtig super. Ich versuche jetzt mich mal in Afrika ein bisschen breit zu machen erstmal. Ja, warte, ich greife jetzt Frankreich auch an. Ach so, bei dir drinne. Ja, ich sehe es. Ja, das machen wir jetzt kurz, bevor den Krieg beendet. Könnt ihr das dieses mit dem Abtretsystem machen? Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Schickt er mir eigentlich was oder warum? Achso, weil wir Verbündete sind. Ja, klar. Und ich war eben und ich war nicht verbündet. Aber jetzt bin ich auch drin, weil wir uns jetzt verbündet haben und er mich dann gefragt hat, ob ich mit rein will. Warum schickt wo ich? Und ich ja gesagt habe. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt Bomber hast. Das ist voll dumm. Wie viel hat der? Alter, er hat über 1,5 Millionen Truppen. Aber wir haben mehr Panzer. Noch mehr Schiffe. Ja. Wie geil, die acht Schiffe, die haben, sind einfach alle von mir. Japan hat sowas von verkackt. Japan ist geleftet. Kannst mich, glaube ich, sogar in den E-Sky-Krieg reinziehen, weil dann mache ich da mal kurz mit. Ja, du solltest drinnen sein eigentlich. Nein, bin ich nicht. Okay, dann muss ich Krieg gegen ihn führen, ne? Hä, tust du doch schon. Nein, tue ich nicht. Er führt Krieg gegen mich. Ja, eben, aber dann führst du automatisch auch Krieg gegen ihn, du Depp. Ja. Hey, ich wollte jetzt Afrika besetzen. Komplett Afrika. Hatte ich geplant, ja. Und Indien brauche ich halt auch. Brauchst du für was? British Empire. Deutschland wird gleich auch von mir besetzt. Aber nicht nur Deutschland, Polen genauso. Warum macht ihr denn sowas? Hä? Das ist Rise of Nations. So, weil es Rise of Nations ist. Deutsch. Ja, gleich ist das nicht mehr arm. Gleich ist es reich, wenn es zu mir gehört. Kaliningrad? Ach so, hä? What? Wieso hab ich das denn? Das war Italien mal. Ach so. Jetzt. Das konnte ich noch schnell und jetzt hab ich's. Die Rückgefahr ist wieder da. Muss aufgehen. Also ich meine, du und USA könnt gerne einen kalten Krieg führen, aber ich weiß nicht, ob ihr mich überbieten könnt in diesem kalten Krieg. So, jetzt wird Amerika besetzt.
So, dann starte ich jetzt gleich die Invasion der Sowjetunion. Es wär nur nicht schlecht, wenn du die Allianz mit der Sowjetunion abbrechen würdest. Ach, ja. Ansonsten sind wir beide auch im Krieg und das wäre halt nicht so geil. Beende die Aufnahme, wenn ich alles erobert habe. Alter Schwede, guck dir das mal an, Alter, wie riesig. So, die Japan hier mal. Können wir in den Krieg gehen und ich kann als Schutz 4 Nukes werfen? Nee, dann geht ja das Land kaputt von mir. Geht kaputt? Ja, es kann natürlich, das schadet einem schon, wenn du Nukes wirfst, wenn die Bevölkerung am Arsch geht dadurch. Gut, ich bin jetzt weg. Jo, ciao. Jo, jetzt bin ich alleine. mit diesem riesen Land hier. Also ich habe noch nie so viel auf einen Schlag eingenommen. Wirklich nicht. Ich habe noch nie eine Runde so lange gezockt bis 2046. Da war ich immer zu ungeduldig für. So, dann erobern wir jetzt gleich noch kurz Europa, Asien und Afrika. Dann haben wir nämlich den Teil hier schon mal. Dann erobern noch die restlichen Inselstaaten hier. Genau, dann besetzen wir noch Südamerika. Dann haben wir nämlich erstmal alle grünen Kontinente, die Antarktis und dann diese kleinen Inselstaaten. Da müssten wir eigentlich alles eingenommen haben. Dann haben wir das hier schon mal abgehakt, dann werden wir gleich noch hier die Insel und alles machen. Aber als erstes werde ich hier auf jeden Fall Brasilien erobern, weil ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass da gleich ein anderer Spieler online kommt und dann hier ein bisschen Mist macht, ne? Weil Map hat ja Nukes und alles erstellt. Oh nein, jetzt kommt auch noch ein Spieler. Ey, wenn der jetzt Empire of Brasilien nimmt, ich greife den trotzdem volle Kanne an. Dann machen wir das jetzt mal hier. So, Invasion von Brasilien geht los, auch wenn wir High War Extortion haben und auch nicht nur so ein bisschen, sondern volle Kanne. Wir können ja auch Kriegsrecht ausrufen dann, wenn die Stabilität runtergeht. Och nö, jetzt war ich hier zu schnell oder was? Oh, jetzt ist ja auch wieder so ein bisschen Gebiet. Was ist denn das für eine Scheiße? Irgendwie verkacke ich es gerade die ganze Zeit. Ich krieg's nicht mal hin, hier ein bisschen was reinzubekommen. Dieses so ein Zipfelland und hier jetzt noch. Super. Ansonsten hätten wir komplett hier den eurasischen Kontinent und alles besetzt, plus Afrika. Ich hab noch kurz Chile hier erobert. So, das heißt, alle Pazifikinseln gehören jetzt zu mir. Oh, das heißt, wir sind in Asien, Australien, Afrika und Europa jetzt komplett fertig. Okay. Das heißt, nur noch die Karibik. Und jetzt joint einer rein. Mal gucken, was er für ein Land nimmt. Och, jetzt nimmt der ernsthaft Kuba. Ja, nimmt Kuba und startet eine Invasion gegen mich. Alter, wie unnötig ist das denn jetzt? Denkt jetzt auch so, nee, der will hier die Welt erobern, das geht ja gar nicht, Alter. Das werde ich schön verhindern, das gönne ich dem nicht. Er ist geleftet, besser so. Wäre auch voll unnötige Sache gewesen. So, dann gehen wir mal kurz nach oben. Und annektieren hier oben noch die ganzen Gebiete. Ah, hier habe ich gar nicht gerechtfertigt. Und machen wir kurz Frieden mit Alaska und dann forme ich jetzt etwas, was ich auch vorher noch nie geformt habe. Und zwar ein Empire.
was so riesig ist und wo ich immer so ungeduldig war, was mir zu aufwendig war, was ich nie geformt habe, forme ich jetzt. Und das ist das sogenannte British Empire. Zack. Oder das britische Imperium. Habe ich vorhin noch nie gemacht. Das ist jetzt das Letzte. Und jetzt werde ich zum Letzten gehen, das ist die Antarktis. Und wenn wir die haben, haben wir alles erobert. Ja, dann habe ich es zum ersten Mal geschafft. Und ich habe es auch auf Video erhebt. Ich habe 5 Stunden, über 5 Stunden und 30 Minuten bin ich gerade am Aufnehmen. 6 Stunden Rise of Nations gezockt einfach. So, und damit haben wir alle Länder besetzt. Zack. Ey, wie crazy ist das? Gehen wir nochmal schön auf Demokratie hier, gell? Damit es auch schön ein demokratisches System hier wird. Alter! Endlich mal, ich wollte schon immer mal machen. Crazy. So, und jetzt werde ich noch Folgendes tun. Ich lebe hier in der Umgebung Schwarzwald, also Freiburg. Und hier ist jetzt Freiburg. Es sitzt in Deutschland. Und jetzt gucke ich mal. Jetzt möchte ich noch die Hauptstadt dahin moven. Es hat geklappt. Zack. Jetzt ist Freiburg einfach die Hauptstadt von dem kompletten Globus. Genau, an der Stelle will ich dann das Video beenden. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao.